Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. In der letzten Folge haben wir das Genophagi geheilt und in dieser Folge werden wir vermutlich nochmal auf die Zitadelle zurückgehen. Ich hoffe, dass ich es mir mit Liara nicht versaut habe. Sonst wäre es jetzt wirklich sehr bitter. Denn ich erinnere mich, dass Paul zu mir nur gesagt hat, du wirst es schon merken, wenn es darum geht, ne? Wegen Beziehungen und so mit Liara. Das Problem ist, vielleicht war das schon der Trigger. Ich hoffe mal nicht. Es wäre ein ziemlich blöder Trigger. Hast du die Videos von dem Schlund gesehen, der den Reaper erledigt hat? Mann, da wäre ich gern dabei gewesen. Nein, wärst du nicht. Admiral Hackett hat ihre Hilfe bei einer Jägerbasis von Cerberus auf Noveria angefordert. Ja, ja, ist ja gut. Zuallererst will ich aber nochmal auf mein Crewdeck. So. Ich will nämlich nochmal kurz bei Liara vorbeischauen. Ich werde das ab jetzt immer machen, nach jeder Hauptmission. Ich hoffe, das war nicht der Trigger. Irgendein Lebenszeichen? Der von dem Dreschlund zerstörte Reaper scheint völlig leblos zu sein, Doktor. Um sicher zu gehen, müssten wir allerdings Teams hinschicken. Oh. Kommt nicht in Frage. Sagen Sie den Kroganern, sie sollen sich fernhalten. Okay. Arbeiten Sie an irgendwas? Ich helfe bei der Entschlüsselung einiger Elemente des Tegels. Zumindest versuche ich es. Theoretische Partikelphysik auf der Basis spezieller Duodezimalmathematik ist nicht unbedingt mein Fachgebiet. Und unser eigener Proteaner ist so hilfreich wie immer. Ich würde meine letzten 100 Jahre dafür geben, wenn ich auch nur einen proteanischen Wissenschaftler wiederbeleben könnte, damit er uns hilft. Ja, schön, ne? Dr. Tassoni hat in den von Ihnen beschafften Daten nützliche Informationen entdeckt, Commander. Ach, echt? Keine Upgrades? Hm. Waffenschaden, Munitionskapazität. Nehme ich Kapazität. Informationen über Schlacht von Arctus. Waffenschaden. Und was ist das? Schilde? Nee, Waffenschaden. Das ist ja nice. Cool. Was haben wir hier? Aufladetempo der Kräfte oder Laden-Rabattbonus? Aufladetempo. Biotik. Kraftschaden, Aufladetempo. Und Upgrades. Achso, das sind die, die wir aktuell haben. Schön. Cool. Ich wusste gar nicht, dass das so ein kleines Extra-Ding ist. Nice. Okay. Also dann können wir auch wieder zurück, dann können wir, dann können wir doch erstmal gucken, ob wir was Neues haben. Ja, wir haben einiges Neues. Ihre bedauerliche Entscheidung von der Dalla-Trasse. Ja, ja. Commander, ich bin von Ihrem Vorgehen auf Duchanka schwer enttäuscht. Ich dachte, ich hätte klargemacht, dass die Heilung der Genophage langfristige Konsequenzen nach sich zieht. Wenn die Reaper-Bedrohung beseitigt ist, sind unsere alten Streitkräfte so weit aufgerieben, dass keine Spezies der Galaxie die wieder erstarkten Kroganer aufhalten könnte. Außerdem werden die Kroganer mit Sicherheit Rache für die Genophage nehmen wollen und die Salarianische Union gehört dann zu ihren ersten Zielen. Und wenn dieser Tag kommt, Commander, klebt das Blut meines Volkes an ihren Händen. Nein, weil sich Morden Solus geopfert hat, du Vollidiot. Die werden es nicht auf euch abgesehen haben. Ich schäme mich, dass unser eigener Wissenschaftler sein Leben geopfert hat, um ihre Befehle auszuführen. Du bist echt ein Drecksack. Dies ist ein schwarzer Tag, nicht nur für meine Spezies, sondern für die gesamte Galaxie. Ja, ja. Du bist echt ein... Ach, ich würde ihm am liebsten eine reinhauen. Babys machen. Earth Not Rex. Ach du Scheiße, ernsthaft. Babys machen wird wieder Spaß bringen. Sobald der Krieg vorbei ist, werde ich meinen Beitrag dazu leisten, dass unsere Anzahl rapide ansteigt. Sie haben zu uns gestanden und ich bin stolz, dass wir befreundet sind. Eva ist im Kelfic-Tal, um die Unterstützung der anderen Clans zu bekommen. Sie wird eine großartige Anführerin sein. Die meisten Männer werden es nicht mögen, dass ich die Macht mit ihr teile. Aber Pech gehabt, ich bin der Chef. Wir gehen jetzt und retten die Turianer. Die haben nämlich offensichtlich vergessen, wie man ein Gewehr hält. Sehr schön. Also zumindest die Unterstützung ist da. General Corinthus. Commander Shepard, als sie auf Mene eintrafen, leuchtete mir zunächst gar nicht ein, was es unserem Kampf gegen die Reaper nutzen sollte, wenn sie mit einem unserer besten Generäle davonfliegen. Doch nun sehe ich, wie Turianer und Kogana gemeinsam einen Reaper-Zerstörer ausschalten und muss zugeben, dass ich beeindruckt bin. Sie haben ein Bündnis zustande gebracht, das viele für unmöglich gehalten hatten.
Vielleicht kann Pelevan doch noch gerettet werden. Respektvolle Grüße, General Corinthus Kommando. Schön! Shiala. Wer ist denn Shiala? Kämpfe noch. Sehr geehrter Commander Shepard, ich weiß nicht, ob Sie die Artikel schon gelesen haben. Die Einwohner von Zeus Hope kämpfen wieder, aber diesmal gegen die Reaper, nicht gegen die Geth. Ich bin nicht sicher, ob Sie sich noch an mich erinnern. Sie haben mir auf Ilium geholfen, als wir medizinische Probleme hatten. Der Turianer ist jetzt tot, das kann ich bestätigen. Aber die Spuren in unseren Körpern sind noch da und irgendwie sind wir auch noch alle miteinander verbunden. Zeus Hope. Ja, ich erinnere mich. Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Wenn wir gegen die Reaper kämpfen, spüren wir uns gegenseitig. Handeln wir einen Mann und ignorieren den Schmerz, wenn es sein muss. Ich bin sicher, dass ich nach wie vor indoktriniert bin. Ich erinnere mich an die Stimme der Sovereign in meinem Kopf, als ich willentlich als Handlangerin zu dem Turianer ging. Als meine Verbindung zu den Bewohnern von Zeus Hope ist, aber meine Verbindung ist stärker, ist klar. Sie überlagert die Stimme der Reaper. Diese Situation ist alles andere als perfekt und zudem gefährlich. Vielleicht sollten sich die Kolonisten zu ihrer eigenen Sicherheit trennen. Andererseits kämpfen selbst die Untrainierten mit einem gemeinsamen Bewusstsein so gut wie erfahrene Spezialeinheiten. Wir sind stark. Ich habe ihre Hilfe nicht vergessen und auch nicht, dass sie mich verschont haben. Wir werden Pheros bald verlassen und dann kämpfen wir auf derselben Seite wie sie. Shiala. War das Teil 1? Ich bin mir gerade absolut gar nicht mehr sicher. Neuer Artikel über Reaper. Pheros. Eine Gruppe von Kolonisten auf Pheros hat eine Verteidigungsstellung gegen herannahende Reaper-Truppen eingerichtet und so lange gehalten, bis den Zivilisten aus Kolonien in der Nähe die Flucht geglückt war. Die inoffizielle Miliz von Zeus Hope, die angeblich aus Überlebenden eines furchtbaren Geats-Angriffs vor einigen Jahren besteht, hat die ersten Landungsversuche der Reaper mit einer militärischen Kompetenz zurückgeschlagen, die man eher von erfahrenen Zügen erwarten würde. Die Kolonien haben nun improvisierte Waffen und etwas Nachschub, der aus einer verlassenen Anlage von Exogeni geborgen wurde. Ich wusste es! Also, ich weiß doch, worum es da geht. Das war dieser... Ach, was war denn da? Da war diese riesige Pflanze, wenn ihr euch erinnert. War es eine Pflanze? Ich glaube, es war eine Pflanze. Dieser Turianer, richtig. Ich erinnere mich. Ich kann es schwer beschreiben. Wir waren da zum Teil mit unserem Fahrzeug unterwegs, zum Teil zu Fuß... Und waren eben in dieser Exogeni-Anlage und haben die, glaube ich, in die Luft gejagt. Irgendwie so. Und da war auch ein... War da auch... Ein Reaper? Ich weiß es gar nicht. Ist ja auch völlig egal. Also ich weiß auf jeden Fall. Also ich weiß, worum es da geht. Okay, das ist die Hauptsache. Ich kann es schlecht erklären, tut mir leid. Diese Kolonie ist unsere Heimat, sagt die Koloniesprecherin Elizabeth Bainham. Wir haben schon Schlimmeres durchgemacht und wir sind im Kampf gut aufeinander eingespielt. Es wird davon ausgegangen, dass die Kolonie vor dem Eintreffen weiterer Reaper-Streitkräfte vollständig evakuiert werden kann. Okay. Mein Projekt von Liara Zoni. Shepard, ich habe an etwas gearbeitet, das ich Ihnen gern zeigen würde. Können wir uns in Ihrem Quartier treffen, wenn Sie mal kurz Zeit haben? Liara. Yo! Dann machen wir doch das. Schön, dass ich die E-Mails nochmal überprüft habe. Oh! Jawohl, Kriegsaktivposten. Nice, haben wir wieder ein paar mehr. Also ab in die Kapitänskabine. Liara einladen. Ich glaub, es ist Liara, soweit. Liara, Sie wollten etwas in meiner Kabine besprechen? Ja, ich bin gleich da. Nice. Nur herein. Danke. Setzen wir uns. Ich habe über unser Wissen über die Reaper nachgedacht und wie leicht es wieder verloren gehen könnte. Darum plane ich, Dinge für die Zukunft aufzubewahren. Was ist das? Eine Art Akte der Galaxie, Informationen über Reaper, Portale, verschiedene Kulturen und Baupläne des Tigels. Zu einem Eintrag hätte ich gern Ihre Meinung. Welchem? Ihrem. Ich würde mich geehrt fühlen. Wie soll sich die Geschichte an Sie erinnern?
50.000 Jahre rumsitzen ist für einen Computer eine lange Zeit. Bitte, ich war Archäologin und ich weiß, was ich tue. Ich lege das alles in Zeitkapseln und bringe Kopien auf verschiedene Planeten. Dazu installiere ich eine VI, die jedes Übersetzungs- und Linguistikprogramm beherrscht, das ich finden konnte. Also ein Informationsführer wie Vigil auf Ilos? Ja, ich arbeite schon einige Zeit daran. Es ist ein Privileg, zukünftige Finder dieser Informationen anzuleiten. Wissen Sie schon, was Dr. Tissoni in Ihren Eintrag schreiben soll, Commander? Sie kennen mich so gut, Sie können das allein, Liara. Sind Sie sicher? Ja, ich überlasse es ganz Ihnen. Also, Commander Shepard wurde auf der Erde geboren und hat härter als alle anderen für seine Heimatwelt gekämpft. Der Commander war auch ein mächtiger Biotiker und im Kampf praktisch nicht aufzuhalten. Er war ein Soldat und Anführer, der stets Frieden anstrebte. Es war ein Privileg, ihn zu kennen. Vorsicht, sonst klingt es wie ein Tagebuch. Ich kann nichts dagegen tun. Wir sind befreundet. Sie waren auch für mich da, Liara. Nein, ich hätte mich Ihnen auf Ilium gerne angeschlossen. Ist schon in Ordnung. Naja, ich habe gerade Ihren Namen in die Sterne geschrieben. Das klingt doch gut. Schön. Also sind wir auch verewigt. Das ist doch was. Okay, privates Terminal. Gibt's da noch irgendwas? Taktikmeisterschaft. Ich glaube, da habe ich bisher ein einziges Mal reingeguckt. Für mehr Kontrolle über die Taktik wählen Sie das Selektionsmenü. Nein. Nein, das wollte ich nicht. Dies pausiert das Geschehen. Sie haben Zeit, das Schlachtfeld zu analysieren, Feinde anzuvisieren und eine Kraft auszuwählen. Aha. Ist ja spannend. Um mit einer Kraft einen Gegner anzugreifen, nehmen Sie den Feind ins Visier, bevor Sie pausieren und wählen die gewünschte Kraft aus. Ja, schön. Die Kraft wird gegen den anvisierten Feind ausgelöst, sobald Sie die Pause beenden. Ja, nice. Freut mich. Maximale Effektivität erreichen Sie durch Kombination von Gruppenmitgliederkräften und Ihren eigenen. Aha. Feinde werden mit bis zu 3 Kräften getroffen. Boah, krass. Hui. Schön. Aber wenigstens ging es nicht so lang. Ja gut, dann kein Wunder, dass ich mir das noch nie reingezogen habe. Es sind Videos. Okay. Gut, dann können wir aber tatsächlich wieder auf die Zitadelle, würde ich sagen. Beziehungsweise diese kleine Nebenmission machen. Da war doch was. So, Tuchanka haben wir erstmal soweit fertig. So, und jetzt mal gucken, ob die ganzen Reaper-Aktivitäten, die sind immer noch da. Ach du Heilige. Diese blöden Reaper. Kroganische DMZ. Okay, Serpent Needle, blub. Cerberus Jägerbasis. Ja, komm, dann machen wir die noch zum Abschluss. Oh, ich glaube, ich werde überziehen bei dem Part. Egal. Muss auch mal sein. Also ab nach Noveria. Da waren wir doch bestimmt auch schon mal drauf, oder? Noveria, kommt mir irgendwie bekannt vor. Gefrorene, erdähnliche Welt. Gehen wir mal hin. Erstmal meine Truppe auswählen. Wir nehmen wieder mal Liara mit. Und diesmal James. So. Na, Moment. Der kriegt nochmal ein anderes Outfit. Jawohl, das sieht doch schon viel besser aus. Los. Das passt. Ja, wobei, Moment, wir haben... Haben wir eine neue... Ja, wir haben eine neue Schrotflinte. Den Dornenwerfer. Der hat größeren Schaden, geringere Präzision. Aber immer noch ziemlich gute Präzision im Vergleich, so. Wenn wir mal gucken. Hat aber eine geringere Kapazität, geringere Feuerkraft, geringeren Schaden. Aber viel weniger Gewicht. Na gut, wir machen erstmal mit der Crusader weiter. Die gefällt mir einfach zu gut.
Und wir lassen das auch so. Bestätigen. Und bestätigen. So, jetzt Brandmuni können wir komplett aufrüsten. Steckt Feinde durch eine Explosion in Brand, die im Umkreis Schaden verursachen. Erhöht Gesundheits- und Panzerungsschadensbonus. Dann nehmen wir den hier. Zack. Und das war's dann hier auch schon mal. Hier Liara Warp-Munition. Ja, können wir eigentlich nur... Also wir können Warp oder Warp-Munition machen. Ich würde sagen, wir machen Warp. So, nehmen wir die Detonation ein bisschen erhöhen. Das ist gut. Und James, der hat noch gar nichts gemacht. Verstärkung. Erhöhter Kraftschaden und Kraft, solange Verstärkung aktiv ist. So. Was haben wir hier? Verringert erlittenen Schaden. Kraftgeschwindigkeitsabzug. So, nehmen wir mit. Und Brandmunition. Brandmunition ist ganz gut. Nice. Nehmen wir auch mit. Zack. Sehr schön. Dann wäre ich soweit fertig. Dann mal gucken. Commander, der Feind hat in diesem Sektor einen strategischen Vorteil. Wegen der Jägerstaffelanlage, die sie angreifen werden. Wir wollen sie einnehmen, aber ihre Luftabwehr ist zu stark für einen Frontalangriff. Der Preis dafür wäre zu hoch. Wie soll ich also vorgehen? Durch die Hintertür rein, die Verteidigung deaktivieren, dann schicken wir Truppen. Viel Glück, Commander. Ich habe Sichtkontakt. Über dem Hauptlandeplatz ist eine kleine Plattform. Ich kann sie absetzen, aber es muss jetzt sein. Ziehen wir es durch. So, ziehen wir es durch. Frostig. Sieht auf jeden Fall frostig aus. Und es ist eine Multiplayer-Map. Und ich erinnere mich. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich erinnere mich. Ja, die habe ich mit Paul auch ein paar Mal gemacht. Und dann auch noch gegen Cerberus, ey. Das ist doch hier unfassbar. Du Penner, komm raus. Komm raus. Dann halt nicht. Du bist weg. Das war Warp-Munition, glaube ich. Das ist nicht schlecht. Warp-Munition ist nicht schlecht. Kann ich nämlich auch zu Explosionen bringen. Oh, was bist du denn? Du bist tot. Ersatzteile nehmen wir mit. Ich glaube, wenn wir soweit alle Gegner von einer Welle besiegt haben, können wir uns ja echt viel Zeit lassen, ne? Deswegen... Diesmal sammle ich alles. Also ich versuch's zumindest. Ich versuche hier alles mitzunehmen. Jauliara, sprinte. Sprinte doch noch krasser. Können wir da runter? Ja. Sanitäter. So, einmal ganz kurz darüber. Zack, zack, zack. Okay, hier ist nur Muni. Was ist hier? Hier ist auch nur Muni und da ist auch nur Muni. Okay. Bam. Hat er gerade Ballern gesagt? Willkommenskomitee besiegt, Commander. Sieht aus, als hätten wir das Kontrollzentrum gefunden. Sehr schön. Also, dann habe ich jetzt Zeit, mich umzugucken. Hier gibt es bestimmt noch was zu sammeln. Computerkonsole. Augen offen halten. Wir sind gleich da. Wir sind bei Ihnen, Shepard. Das ist gut. In Ordnung. Computerkonsole. Wöchentlicher Leistungsbericht. Sergeant Parker. Das gesamte Personal der Basis hat alle Formalitäten durchlaufen. Integrationsprotokolle wurden erfolgreich aktualisiert. Sehr schön.
So, dann machen wir jetzt aber auch weiter, denn ich glaube, ich habe soweit alles gefunden. Dann kann es ja weitergehen. Ah, hier hat es noch was. Ein Datenpad. Ich nehme wir auch noch mit. Credits, und zwar nicht wenig. Und da ist die Sicherheitskonsole. Ja, dann auf geht's. Verdammt, das wird eine Weile dauern. Commander, Feinde nähern sich und wir können nicht warten. Jemand muss die Verteidigung deaktivieren. James. Lieutenant, los geht's. Gib mein Bestes, Commander. Achtung, Commander, Sie werden gleich angegriffen. Das ist schockierend. Commander, ich wurde aus meiner Deckung vertrieben. Ziehe mich auf minimale Sicherheitsdistanz zurück. Kein Problem, Cortez. Verschwinden Sie von dort. Warte, bis Sie alles gesichert haben und teile dann der Einsatztruppe. Warnung. Sicherheitsalarm. Leite Notfallabriegelung ein. Verdammt! Die Kommunikation nach draußen ist gestört. Setzen Sie nur Ihre Verteidigung außer Gefecht. Um den Rest kümmern wir uns später. Jo, das war's mit dir. Zeig deinen Kopf. Na dann halt nicht. Es geht auch so. Deaktivierung des Verteidigungssystems priorisiert. Warte auf Befehl zum Shutdown. Commander, der Befehl zum Shutdown muss von der Konsole aus synchronisiert werden. Oh. Und wo ist die Konsole? Ah. Verteidigungssystem deaktiviert. Allgemeiner Befehl 7-7 ausgelöst. Notfallverteidigung aktiviert. Ab zum Flugdeck. Größerer Truppenaufmarsch am Landeplatz, Commander. Dann müssen wir genau dahin. Oh, hier ist auch noch was. Aha, noch mehr Credits. Ich komme von der Seite, Jungs und Mädel. Und das ist einfach nur gut. Das ist einfach nur scheiße. Komm, zeig dich. Yo! Der fliegt davon? Wohin fliegst du denn? Oh Gott, das ist ja eine Nemesis. Cortez, ich höre Sie. Voll in die Fresse. Gebiet gesichert. Signalisiere der Einsatztruppe. Moment, die Scanner zeigen etwas anders in ihre Richtung. Oh nein. Annäherungswarnung. Setze bewaffnete Gegenmaßnahmen ein. Shepard, Achtung! Die Einsatztruppe kann nicht landen. Geben Sie alles, was Sie haben. Wieso wusste ich das? Wieso wusste ich, dass der kommt? Shit. Und ich habe schon wieder vergessen, Feuer anzumachen. Bam. Bam. Voll in die... Dort, wo eigentlich die Nüsse sein sollten. Nimm das, Arschloch. Jemand verletzt? Nur kleinere Wunden. Ist nur eine Fleischwunde. Ich habe ihr Leuchtgeschoss gesehen und die Einsatztruppe informiert. Sie ist unterwegs und wird die Kontrolle über die Station übernehmen. Sehr schön. Ausgezeichnete Arbeit, Lieutenant. Ich komme und hol sie raus. Supi. Danke. James war keine Hilfe. Das war ein wichtiger Sieg, Commander. Ein schwerer Schlag gegen Cerberus-Aktionen in diesem Sektor. Jetzt müssen wir die Anlage nur unter Kontrolle behalten. Das wird Cerberus uns nicht leicht machen. Wir Ihnen aber auch nicht. Dank Ihnen können wir Ihre Verteidigung gegen Sie einsetzen. Ihr Team hat gute Arbeit geleistet, Commander. Sie sollten stolz sein. Danke, Sir. Das ist alles. Hackett, Ende. Ja, sehr schön. Wieder ein bisschen mehr Ruf und hoffentlich auch Kriegsposten. Leider nicht. Schade. Aber wir können ja nochmal ganz kurz reingucken. Ja, das... Oh, wie viel wir geschafft haben, ne? Das ist dieser ganze Batzen, den haben wir heute geschafft. Aber klar, zum Großteil wegen den Kroganern. Wir haben einfach mal 830 Kroganer. Plus zusätzlich dann noch ein paar Turianer. Ich glaube, das hat sich verdoppelt. Einmal 90, einmal 130, einmal 110. Yo, das sieht doch klasse aus.
Und Kroganer haben wir Rex dazu bekommen. Grunt hatten wir. Die Kompanie von Blups hatten wir. Die erste Division hatten wir. Und neu dazugekommen sind die Clans. Der Earthnot-Clan und die Söldner. Sehr schön. Exerberus gibt's auch Neues. Die verbesserte Jägerstaffel. Supi. Das war das von gerade eben. Und Allianz. Was haben wir hier Neues gekriegt? Die Kolonisten von Zeus Hope. Genau, das war Teil 1. Vielleicht erinnert ihr euch. Das war Mass Effect 1. Sehr schön. Supi, supi, supi. Gut. Dann wäre es das aber erstmal für diesen Part und für diese Session. Ja, hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich habe das Let's Play nicht komplett verlernt in diesem Dreivierteljahr. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.